Ja, hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem Nachtrag zu dem Video meine Schlagtechnik Füße und Beine. In dem Video, das ich hier verlinke, konnte ich nur kurzfristig und bedingt in diese Thematik eingehen, aber heute möchte ich doch mal ins Detail gehen und mich mit dieser speziellen Thematik auseinandersetzen. Ich würde mal sagen, ich beginne jetzt einfach mal. So, hier haben wir schon das Doppelpedal und meine Beine. Wir sehen hier, meine Beine haben einen relativ kräftigen Durchmesser. Das hat seine speziellen Gründe, auf die ich jetzt genau eingehen werde. Wir sehen hier, dass die Schläge relativ weit vom Fell entfernt sind. Und der Grund dafür ist, dass ich die volle Dynamik der Bassdrum mit meinen Beinen und Füßen ausnutze. Und dazu auch die entsprechende Kontrolle habe, die funktioniert nämlich nur dann, wenn ich mein volles Bein benutze, inklusive meinen Fuß. Was nützt es mich, wenn ich bei Jazz oder Pop eine sehr hohe Dynamik verwende in den Songs oder in den Liedern? Es nützt mich gar nichts. Deswegen braucht die Bassdrum eine niedrige Dynamikstufe und das kann ich hier sehr gut mit dem Bein und mit dem Fuß kontrollieren, wie weit weg der Schlägel von der Bassdrum sich entfernt und mit welcher Kraft er auf das Fell eintrifft, und somit habe ich die volle Kontrolle von tatsächlich um die über 90 Grad, also es geht fast auf die 100 zu, über 90 Grad, also die Kontrolle über den Schläge und die Kraft, die ich aufbringen muss, um den Schläge dann zu bewegen. Und dazu habe ich auch die Möglichkeit, in allen Dynamikstufen, Achtung, langsam oder schnell zu spielen. Und dazu ist auch das Pedal speziell eingestellt. Das möchte ich aber irgendwann mal in einem anderen Video mehr erläutern. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Spannbreite der Dynamik meiner Bassdrum sein kann. Also ich fange mal leise an. Und jetzt gehe ich etwas mehr nach oben von der Lautstärke. Jetzt gehe ich noch mehr nach oben mit der Lautstärke. Und jetzt gehe ich noch mehr nach oben mit der Lautstärke. Also, wir haben hier eine Dynamikspannbreite von sehr leise bis zu enorm kräftigen und ziemlich lauten Tritten, und das macht die Dynamik der Bassdrum aus. Und durch die spezielle Einstellung meines Pedals ist es mir möglich, also die komplette Dynamikbandbreite allen Geschwindigkeiten zu erzeugen. Das heißt, ich kann sowohl
langsam als auch sehr schnell, leise und halt eben auch enormst laut spielen, wenn es sein muss. Und das kann ich ja gerne mal hier demonstrieren. So, wie ihr also gehört habt, es ist möglich, dass ich doch schnell spiele, aber auch laut und schnell spiele, aber auch leise. Und das funktioniert halt eben nur, wenn ich durch das Bein komplett eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung erzeuge und somit auch die Kraft und die Entfernung, die der Schlägel einem komplett kontrollieren kann. Und das ist mir enorm wichtig. So, also das war dieses Video hier. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Und wenn euch alles gefallen hat, dann gebt mir einen Kommentar ab, gebt mir einen Like ab und abonniert mich. Ja, vielen Dank fürs Anschauen und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Ciao!